meckert wieder. Unglaublich. Jetzt, wo wir die Tabelle sehen, wie wir vor Leipzig stehen. Aber erstmal bestimmt wieder Interview. Oder auch nicht. Dann muss ich aus. Jetzt gegen Leverkusen. Im Pokal. Jetzt kommt der Pokal, wie ich es gesagt habe. Maximale Partnerschaftswertung, dann haben wir auch. Wenn wir noch einen Titel holen, dann haben wir eine Sache nicht geschafft. Und das ist die Vorlage zum Griezmann-Tor im einzigen Spiel. Ansonsten haben wir wirklich alles geholt. Und das ist geil. Siege, 8 Unentschieden, 2 Niederlagen. Dortmund hat gewonnen. Leipzig ist jetzt, wie gesagt, hinter uns. Schalke hat schon wieder nicht gewonnen. Augsburg hat einen Punkt geholt, Stuttgart verloren. Frankfurt 6 Punkte jetzt weg. Hamburg gewonnen. Also Hamburg hat einen Klassenerhalt geschafft. Es wird eben wieder nach Hamburg, Frankfurt und sowas gefragt. So, gucke ich da. Stuttgart ist ja mein Verein, da gucke ich dann auch immer. Also Frankfurt, Hamburg haben es wohl geschafft. Wir sind noch. Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Und Erfolg hat man nur mit hartem Training und vollem Einsatz. Heute geht's um 1 gegen 1 Situationen. Nein! Dino, warum? Gegen Leverkusen. Man könnte leichtere Gegner sich aussuchen. Pfosten. Ran, ran, ran! Das gibt's doch nicht. Keiner trifft. Oh, faul, Schiri! Rote Karte! Mindestens rot muss das sein. Haha, ist nicht gedrungen. Und mich trifft gar keiner. Ich treffe immer nur die Latte. Er trifft gar nichts. Nee, jetzt würde er. Voller Einsatz! Jetzt für ich. Nein! Alter, wie schlecht war das und wir haben gewonnen. Voller Einsatz. Trippeling. Einsatz! Ich will Einsatz sehen! Geht doch! Achso. Wow. Was? Die 5 Punkte werden wieder abgezogen. Wie heftig. Tausend Punkte weg. Andiamo, andiamo! Nee. Aber er hat nicht so viel gekriegt. Bei Versuchen noch. Der ist nicht drin. Damit sollten wir eigentlich schon gewonnen haben. Uah! Schiri! So, jetzt kein Tor schießen lassen, dann haben wir das Ding doch. Sehr schön! Jetzt das Spiel der Spiele. Pokal Deutschland. Alexander erwartet sicher genauso viel wie es sich von die Bayern-Fans. Mal sehen, wie es heute läuft. Alex Misserhunter macht ein Tor. Ich wiederhole mich seit dem ersten Spieltag. Wenn Alex Misserhunter spielt, fährt Bayern einen Sieg. 3 Siege ein. Am ersten Spieltag waren wir noch gar nicht da.
Ein Tor, ein grüßt mal, ein guter Resultat seit bis Alexa wieder einsatzbereit ist. Die Saison ist noch lange, wir können den Titel holen. Glückwunsch zu den vielen Punkten in letzter Zeit, Mr. Alexander. Danny, du bist ja sensationell gut drauf. Mr. Alexander, wenn du so weitermachst, bist du bald so gut wie ich. Was? Alter, du hast die Wende vor Bayern geschafft. Hoffen wir es mal. Das war nämlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Leipzig. Es dürfte ein Riesenspiel werden. Hinspiel im Halbfinale des deutschen Pokals. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Partie. Wo die Bayern endlich überzeugen wollen. In der Liga hat man Probleme. Da will man dieses Spiel natürlich auch für einen Befreiungsschlag. In der Liga hat man Probleme. 2 Punkte nach Dortmund. Gibt es im letzten Spiel auch dann einen Showdown gegen Dortmund? Die Allianz das wäre es ja. Münchner Stadtteil Freudmanning ist heute. Aber eigentlich spielen die gegen Stuttgart am letzten Spiel da, wenn ich mich recht erinnere. Des FC Bayern. Das kann man wohl sagen, Wolf. Der Club hat mal locker 14 Jahre weniger gebraucht als geplant, um die Arena abzubezahlen und konnte sich parallel sogar um ausbauen. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht. Ja, das war ja heftig. Die haben die Arena 14 Jahre eher abbezahlt. Jetzt ist ja 60 rausgeflogen. Jetzt gehört die Arena ihnen sogar komplett alleine. Und das ist das 1:0. Bayern steht wahrscheinlich im Finale, wenn es so weitergeht. Arjen Robben. 1:0 im Nebel von München. Wie geil ist das denn? Richtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Sollten wir wirklich den Pokal und die Meisterschaft noch holen? Wir sind überall jetzt gut im Spiel. Jetzt vielleicht bei Alexander. Nach dem Unschieden am Anfang gegen Schalke dachte ich schon. Oh. Klasse Zuspiel. Aber. Alter, ist er schnell. Gut verteidigt hier. Karim Bellarabi. Steffen, toller nee. Pass. Das muss es sein. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das war die Riesenchance. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Germany-Pokale. Das war gut. Auf der Buch. Wendell. 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 Jugendspieler. Ja, Leverkusen. Letztes Jahr, die Saison war scheiße. Diese ist aber auch nicht so viel besser. Sind trotzdem nur irgendwo im Mittelmaß. Hat man sich alles anders vorgestellt. Und das Problem bei Leverkusen, Schalke und so weiter, ist, wenn die jetzt noch eine zweite Saison so schlecht spielen, werden die noch mehr Leistungsträger abgeben müssen und dann haben die ein Riesenproblem. Riesmann! 2:0! Heftig, wie geil das hier abgeht. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Müssen wir echt überlegen, das Finale vielleicht auf Weltklasse zu spielen. Wenn Profi jetzt schon auseinandergenommen wird. 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Baumgartling. Sobald ich den Druck erhöhe, sind wir. Der Schiri blockt mich weg, was ist das denn? Taisha Schiri. Vidal. So, die Bayern, da sind sie wieder im Geschäft. Boah, wenn der gut aufgepasst. Aber ich konnte nur den Ball jetzt spielen. Vidal am Ball. Und Hunter. Antoine Griezmann. Oh, schade. Da holt er den Ball zurück. Brandt. Julian Brandt. Und direkt Brandt zurückgespielt. Brandt. Volland. Das könnte die Chance werden. Da setzt er sich gut durch. Alter, wie geil gespielt. Und da ist das Tor. Heftig. Der war gar nicht so hart, der Schuss, aber er geht ja auch so rein. Und das Tor macht er. Und das war Kießling. Da ging es um Präzision und nicht um Kraft. Und drin das. Schade, dass der sich so verletzt hat, dass der jetzt wahrscheinlich die Karriere beenden wird oder muss. Der war so ein geiler Stürmer die ganze Zeit. Dann jetzt hat er seit anderthalb Jahren die Seuche am Fuß. Einer meiner Lieblingsspieler. Ribéry. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Hunter. Ja, sie versuchen zweiter. Hunter auf Griezmann! Gute Möglichkeit, aber völlig verunglückter Abschluss. Macht nichts. Weiter, Leute. Weiter, weiter, weiter. Es steht 2:1. Gestern ja das. Der Anfang vom großen Halloween Special bei Rocket League hat richtig Spaß gemacht. Heute wollen wir ja FIFA The Journey beenden. Deshalb gibt es ja heute leider keinen
Folge dazu, kein Stream. Ich habe aber noch zwei Folgen, die hochgeladen werden, die mir die acht Leute von gestern schon gesehen haben. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann, wenn wir The Journey fertig haben, werde ich mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert, dass ich das Batman-Finale vielleicht über den Stream laufen lasse. Weil das die Chance auch auf YouTube hochzuladen, weil das ja eine gesperrte Szene normalerweise ist und nicht gezeigt werden kann, darf, soll, darf schon, es kann nur nicht. Deshalb gucken wir mal, dass man so hinbekommt. Jetzt Ribéry, auch mit seinem Tor. 3:1 für die Bayern. 3:1 heißt es also jetzt. Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Gegen Dortmund, das 34. Spieltag, würde halt von der Show am besten passen, aber ich glaube, dass die Bayern eigentlich am letzten Spieltag gegen Stuttgart spielen. Das ist das 4:1. Stark kombiniert und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Heftig. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Die Bayern sind on fire. Aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Wir wollen ins Finale. Also wenn das jetzt das Niveau ist im Pokal, dann will ich auf jeden Fall auf Weltklasse spielen, das Finale. Jetzt ist erstmal Pause in diesem Halb. Kimmich. Es steht 4:1. Jetzt geht's los hier mit der zweiten Hälfte. Mit dem Patef, mal gucken, ob da überhaupt einer ist. Das wird noch hochklassig. Andere Leute würden sich freuen, wenn es 4:1 steht. Er meckert rum. Gut verteidigt hier. Boah. Und Griezmann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gucken, lässt sich einfach wegchecken. Bender. Alaba. Und Thiago. Alaba jetzt am Ball. Boah. Bellarabi. Das war ja richtig scheiße. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Lange Flanke jetzt. Guter Pass, das könnte schon. Boah. Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Unglaublich. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand. Vor allem muss man ja auch sagen, wenn Dortmund so spielt wie gestern, ich meine, es war wirklich sein Ding. Dortmund war besser, hat aber beschissen gespielt, wirklich auf Deutsch gesagt. Sie waren besser gegen ein schwaches Team. Und dann hat Birki gepatzt und das 0-1 fiel. Dann haben sie noch das 1-1 geschossen. Aber Leute, das sind Gegner aus Zypern. Wenn du aus Deutschland kommst, Italien oder so, die Top 5 Ligen, sag ich mal, musst du so einen Gegner einfach 4-0 nach Hause, von zu Hause wegschicken. Also alles andere ist peinlich. Und dann so einen Tag zu haben, so einen gebrauchten Tag, aber von allen, natürlich jetzt ist Birki der Sündenmann, der hat halt das Riesending versaut. Hunter macht auch noch sein Tor, aber da gehörst du auch nicht ins Achtelfinale. Und dann noch Tottenham und Real jetzt als Gegner. Jetzt musst du ja die letzten 3 Spiele alle gewinnen, wenn du noch weiterkommen willst. Und hoffen, dass zum Beispiel Real Tottenham jetzt im Rückspiel schlägt oder dass sie gestern gegen sie gewonnen hätten. Das wäre am besten gewesen. So ist es jetzt natürlich noch schwerer, weil Tottenham halt den Punkt geholt hat gegen Real, was Dortmund nicht geschafft hat. Und jetzt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie. Ich habe Anweisungen bekommen. Ich gehe doch gar nicht vom Platz. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Kampel kommt jetzt. Ich denke, der ist in Leipzig. Merkwürdig. Aranguiz! Aranguiz in Form, das wäre auch so ein Spieler, den ich gerne hätte bei Ultimate Team. Okay. Vielleicht kriegt man hin, aber der ist noch nicht sauteuer. Da oben ist er, da oben. Schöne Aktion. Genau da ist er, Mann! Nee! Nee! Der Doppel-Aluminium! Wie kann man so ein Pech haben? Erst eher an die Latte, dann eher an den Pfosten. Jetzt vielleicht über Ribéry. Griezmann, Riesenchance! Fällt das Tor doch noch! Aber wir sind hier
hoch überlegen hier. Das gibt's ja gar nicht. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sehr wirklich wie auf Halbprofi gerade. So wie das Spiel hier aussieht. Hätte ich gar nicht so gedacht. Boah. Weiter, Leute. Einwurf für die Bayern. Er geht vom Platz und lässt sich auf den Weg. Also ich glaube, dass wir im Finale stehen. Tolisso! Macht ihn nicht! Dann wird gesagt! Jetzt klappt alles! Jetzt klappt alles! James Rodriguez ist jetzt auch da. Das wäre auch so ein Spieler, den ich gerne hätte, gerade in Form. Aber der ist 200.000 mindestens. Das ist heftig. Die Münchner sind also erfolgreich. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält das Geil. Einfach mal seitfalls hier. 6-2. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. So soll es sein. Und Ribéry holt den Ball. Leverkusen hat sich jetzt aufgegeben. Ich konnte jetzt aber auch nicht schießen. Auch akzeptieren. Ich wollte den Pass geben, aber... 6 Minuten kam nicht haben wir durch. Hier noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ribéry. Ribéry auf. Hunter. Schade. Aber mit 6-2 ins Finale einzuziehen, kann man mitleben. Und dann wahrscheinlich gegen Dortmund. Das könnte auch das Finale werden. Gegen Dortmund das Pokalfinale. Von der Journey. Am Ende wechselt Gerd Volker zu Dortmund. Das wäre so witzig einfach. Darf er ja nicht mehr. Sind ja mitten in der Saison. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Oh. Schade. Rodriguez. Das war's. 6-2. Wir sind im Finale. Dieses Spiel hier endet 6-2. Das war's. Sie stehen im Endspiel. Was für ein Erfolg. Und jetzt Ruhe bewahren und noch einmal alles geben. Dann können Sie den Pokal gewinnen. Geil. Ich feiere das gerade. Vor allem, weil es ein richtig souveräner Auftritt war. Und wir richtig gut gespielt haben auch mal. Die Musik da immer. Musik bitte aus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir spielen noch gegen... Als nächstes gegen steht noch nicht. Schade, im nächsten Part dann erstmal Training. Und dann schauen wir mal, gegen wen wir spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.